Nicht erschrecken, ihr seht gerade meine Visage. Ich habe nämlich gerade Post bekommen von DHL. Dieses schöne Paket ist gerade angekommen von der lieben Sabrina. Das ist eine ganz liebe Instagramerin. Wir tauschen uns zwischendurch mal aus in Bezug auf unsere Angststörung. Und ja, sie fragte mich und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Sie hat nämlich auch Resin gegossen und macht das nicht mehr und fragte, ob ich halt ein bisschen ja, was gebrauchen kann, was sie eben nicht mehr braucht. Und ja, da freue ich mich total, weil Resin-Sachen gehen immer. Ich gieße absolut viel und mit Leidenschaft. Im Moment bleiben andere Sachen dafür ein bisschen auf der Strecke, was jetzt zum Beispiel Papierbasteln und so angeht. Aber ja, Resin ist schon eine sehr, sehr große Leidenschaft geworden. Ich probiere mich da viel aus. Ich gieße immer andere neue Sachen. Im Moment natürlich viel Folie. Da hat man unglaublich viele Möglichkeiten. Mein Schatz, ich will auch mal Hallo sagen. Komm her. Komm mal her. Ups. So. Draußen ist es laut. Ich habe gerade Fenster auf. Das muss ich gleich mal zumachen, weil wir haben hier, wie gesagt, Sanierungsarbeiten seit 1000 Monaten. Und das nimmt überhaupt kein Ende, weil dann wurde da wieder eine Wohnung frei, dann wurde da wieder saniert und so geht das immer hin und her. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in das schöne Paket, was wir hier bekommen haben, beziehungsweise was ich bekommen habe, ihr nicht, icke. Und dazu werde ich jetzt die Kamera mal eine Runde drehen, weil, ja, wenn ich das euch jetzt so zeige, dann glotzt ihr wahrscheinlich eh nur auf meine wunderschöne Visage, ne, weil ihr gar nicht wegschauen könnt. Weil ne, zu schön, als dass man wegschaut. Ja, nee, ist klar. Ihr könnt hier hinschauen. Weil der ist wirklich hübsch. Aber sowas von. Ich schwenke trotzdem mal die Kamera und dann würde ich sagen, packen wir das Paket aus. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Hier sind die Sachen. Ich habe nur mal einen Blick reingeworfen, natürlich. Ja, und ich freue mich total. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Sachen genauer an. Beziehungsweise ich. Ihr schaut zu, wenn ihr denn Böcke habt. Und zwar haben wir hier zum Beispiel Silikonformen. Die hier zum Beispiel, die sind ja wohl mal ultra süß. Also echt zu geil. Ja, mega geil. Dann haben wir hier solche. Ich glaube, die habe ich auch. Das sind, glaube ich, die vom Action. Schön hochglänzend. Das ist natürlich immer klasse. Und die hier, die sind auch sehr, sehr schön und auch hochglänzend. Das Licht ist jetzt nicht mehr so der Burner. Mittlerweile haben wir es gleich 18 Uhr. So. Dann habe ich hier diese Form, das sind diese gängigen Förmchen. Ich glaube, die gibt es auch bei Teddy und so. Und hier diese Sternchen. Auf jeden Fall auch glänzend. Sehr cool. Ui, da hast du aber viele Formen drin. Wunderschön, diese Herzen sind auch mal süß. Ich glaube, die habe ich gar nicht. Die finde ich hübsch mit diesem ja, Doppeleffekt. Cool, die werde ich mal eingießen. Bin gespannt, wie die aussehen, wenn die gegossen sind. Und hier haben wir diese runden. Auch cool. Ich glaube, die habe ich mir nicht mitgenommen aus dem Action, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich habe diese große mitgenommen damals, diese große Silikonform, wo ganz viele Runde drin sind. Aber das ist immer schöner, so einzeln. Sehr, sehr geil. Dann habe ich hier diese Teddybärchen. Ich glaube, da hatte ich neulich auch welche. Nee, das sind die vom Action auch, glaube ich. Nee, die hatte ich mir auch nicht geholt. Das sind andere, ja. Auch niedlich. Ja. Dann haben wir hier was Weihnachtliches. Ich bin erstmal froh, dass wir jetzt Frühling haben. Und ja, Weihnachten erstmal noch ein bisschen weiter weg ist. Und das ist ja wohl der Oberreißer. Die ist ja wohl mal mega niedlich. Das sind ganz kleine Herzen. Da freue ich mich so dermaßen. Weil die sind so kleine, da verbraucht man wenig Harz. Ich gieße ja sehr kleine, sehr gerne kleine Formen. Und da freue ich mich absolut, weil kann man alle mal mit einem Schwung hier schön gießen in verschiedenen Farben. Und man hat immer so ein kleines Goodie, was man mitschicken kann. Finde ich schön.
Da kann man, weiß ich, ein Magnet oder so kleine Anhängerchen draus machen. Finde ich sehr, sehr süß. Sehr geile Form, habe ich auch so noch gar nicht gesehen. Oh, hier sind noch ganz tolle. Dann habe ich diese Herzchen hier. Ei, Eulen habe ich auch überhaupt nicht. Hier sind Eulen. Muli guckt wie ein Auto. Der könnte ja was kriegen. Hier haben wir die. Das sind die auf jeden Fall die aus dem Action. Die hatte ich mir damals auch mitgenommen. Diese Rechtecke. Ei, was ist das denn Schönes? Ah, das ist ja gut. Ananas und Erdbeeren. Wie cool ist das denn? Guckt mal. Erdbeeren, wie süß. Oh, die muss ich gießen, Erdbeeren. Und hier Ananas. Das ist natürlich jetzt toll für den Sommer. Oh, sehr, sehr geil. Ah, oh, wie toll. Silikonformen. Hier haben wir nochmal Weihnachtliches. Nö, jetzt wollen wir aber erstmal Sommer. Die sind klasse. Das sind diese ganz großen. Boah, toll. Da freue ich mich ja. Ah, da kann man... Ich habe sie mir damals nicht geholt. Die gab es ja, glaube ich, auch im Action. Weil, ah, da verbraucht man so viel Resin. Aber ich habe neulich erst mit einer Freundin drüber gesprochen und habe gedacht, ah, habe so zu ihr gesagt, ich glaube, die hole ich mir doch mal, die größeren. Die muss man ja nicht oft gießen, aber so könnte man zum Beispiel mal als Geschenk oder so für jemanden halt einen Untersetzer machen. Ne? Das wäre ja schon klasse. Von der Größe passt es ja. Und ja... Jetzt habe ich hier diese schönen Sterne und die sind klasse, oder? Habe ich wohl mal Bock drauf. Da kann man sich auch mal austoben, ne? Da kann man auch mal was schön Großes reinpacken. Ich gieße ja wirklich diese ganz kleinen Förmchen. Da passt eben auch nicht viel rein, ne? Und das Ganze habe ich hier nochmal mit diesen Herzen. Oh, wie toll! Ich weiß gar nicht, sind die aus dem Action? Ich habe die so noch nicht gesehen, diese großen hier. Also nicht diese Herzen. Oh. Und dann nochmal die hier. Du bist ja verrückt, liebe Sabrina. Ich freue mich. Oh. So. Dann hat sie mir hier so ein Böckchen gebastelt. Das hatte ich, das ist cool. Das hatte ich neulich auch zum Geburtstag. Genau, habe ich das von der lieben Melanie bekommen. Die hat mir auch so eine Box hier gebastelt. Voll toll. Ei, was ist hier drin? Da habe ich drin, ja, ne? Ich bin ja nicht so eine Schminkmuschi. Also hier so für die Augen. Hat sie mir aber als Pigment geschickt für Resin. Ich habe ihre Karte nämlich schon gelesen. Und dann habe ich hier ganz toll, ganz viel diese tollen Steinchen. Oh, schwarze, ist ja cool. Die man natürlich auch gut nehmen kann für alles Mögliche. Und ich weiß gar nicht, ob das Jellies sind. Die kann man auf jeden Fall auch für Resin benutzen. Genau, sie hat mir nämlich, Mensch, wo liegt sie denn? Die hatte ich nämlich schon gelesen. Sie hat mir eine Karte gebastelt. Die sieht sehr hübsch aus. Das ist diese. Ich muss auch mal wieder Karten basteln. Und sie hat auch extra ein Briefchen reingelegt, damit die Karte halt, ja, blanko ist, die man dann verwenden kann, wenn man denn mag. Und da schrieb sie, hatte sie mir auch geschrieben, dass sie mir... Eben hier so, Mann, wie heißt das? Macht mich jetzt voll zum Horst, ey. Genau, Lidschatten. Yay, Lidschatten. Ich bin eine Frau und weiß nicht, wie das heißt. Also Lidschatten hat sie mir mitgeschickt, hat sie auch genutzt fürs Resin und funktioniert top. Ja, das ist cool. Machen ja viele. Ich habe ja auch zum Beispiel Nail Art Pigmente, die sind auch super. Alles, was nicht krümelt. Also jetzt so, ne, manche, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Lidschatten, die krümeln vielleicht oder so, das ist dann natürlich ungünstig. Und sie hat mir noch geschrieben, sei vorsichtig mit dem Flüssigpigment. Es färbt mega stark und riecht etwas. Da braucht man wahrscheinlich nicht viel von. Wow, Flüssigpigment. Ah, hier sehe ich was. Juhu, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, woher. Sieht aus, ja, von Green Beads. Da habe ich wohl einmal blau. Die Farben stehen leider jetzt nicht bei. Das ist halt chinesisch. Also da sieht man das Blaue, weil da ist dann wohl mal was ausgelaufen. Uha! Und das ist frisch.
Ja, ist aber zu. Da haben wir einmal ein blaues Pigment. Oh, das scheint schwarz zu sein oder was? Nee, dunkelrot oder so. Oder muss ich dann gucken, weil ich sehe die Farben jetzt so gar nicht. Aber von der Tüte her ist es eher so ein ganz dunkles Rot. Schwarz muss ich mir nämlich unbedingt mal zulegen. Flüssigpigmente habe ich gar nicht. Ich benutze ja aktuell ja, die von Ideen mit Herz oder halt diese Nail Art Pigmente, die ich mir aber bestellt habe. Die finde ich auch echt klasse. Oh, ich glaube hier schwarz. Das wäre geil, weil ich habe kein gescheites Schwarz. Das sieht aber... ja, das ist, glaube ich, schwarz. Ich habe da ein bisschen Angst, wenn hier irgendwie was rumtropft. Oha, geil. Das ist schwarz. Guckt mal. Ja, das ist geil. Das ist sehr geil. Ich habe nämlich kein Schwarz. Und ich möchte endlich mal auch mal was Schwarzes machen. Ich habe da mal schwarz... Nail Art, genau. Ich habe ein schwarzes Nail Art Pigment. Aber das wird nicht schön. Also das ist das Einzige, was jetzt so nicht so gut kommt. Ei, ich habe hier nochmal Herzchen. Hier haben wir nochmal kleinere Herzchen. Süßigkeiten. Nein, das kann man natürlich auch eingießen. Die habe ich mir damals auch geholt. Und ich gieße die aber nicht ein. Ich habe irgendwie mal was Süßes eingegossen. Gerade hier solche Kügelchen, die verfärben sich leider. Das ist dann so ein bisschen schade. Deswegen habe ich es dann nicht mehr genommen fürs Resin. Ich habe die auch noch alle da. Kuchen backe ich ja nicht. Aber die kann man auch... ja, zum Beispiel als Streudeko oder so nehmen, ne? So, dann habe ich hier, was sind das? Ah, das ist mir jetzt alles rausgefallen und Mowgli denkt, das ist Fressen. Hier haben wir so Dekosteinchen drin. Und Lidschatten für, wie gesagt, nicht jetzt für meine Augen, sondern als Pigment. Probiere ich sehr gerne aus. Sind interessante Farben, vor allem das Mint hier. Ah, jetzt haut die Sonne hier rein. Sieht ihr nämlich Mariano's, war doch hier. Das ist so lila und Mint. Ich liebe Mint im Moment total. Und dann haben wir hier solche Palette von Essence. Ui, da ist auch so ein bisschen Glitzer drin. Also so ein bisschen, sieht so ein bisschen so aus. Auf jeden Fall ist da auch schwarz bei. Cool, probiere ich sehr gerne mal aus. Sie hat es ja ausprobiert und es hat gut geklappt. Ja, mein Sticker von EMP. EMP ist übrigens sehr geil, nur leider teuer, aber sehr, sehr geil. Ich könnte da bestellen, die blöde, aber mir ist es zu teuer. So. Dann haben wir hier Rührstäbchen. Braucht man immer ohne Ende. Die verbraucht man ja unglaublich. So. Und ich habe Becherchen. Auch die gehen natürlich schnell weg. Da bin ich froh, dass ich auch da erstmal einiges habe. Sehr geil. Und hier sind auch nochmal Becherchen. So, wie toll. Gerade wenn man Farben anrührt, sind die kleinen Becher mega geil. Ne? Dafür benutze ich die halt. Und zu guter, fast guter Letzt haben wir noch Resin und Härter, was mich sehr freut. Weil, ja, wir wissen alle, es ist nicht so günstig. Ist ein teures Hobby. Und da ist noch ein bisschen was drin. Da freue ich mich ultra doll. Das sind die kleinen Fläschchen. Ich hier die 500 Gramm. Ich nehme immer die 1,5 Kilo. Und da ist man dann immer bei 40 Euro, ne, locker. Das ist schon immer happig. Ja, aber wie gesagt, da kann ich noch ein bisschen was gießen. Sehr, sehr, sehr cool. Also da freue ich mich ganz doll, Sabrina, weil, wie gesagt, ich weiß ja auch, was das kostet. Also das ist natürlich am teuersten hier, Harz und Hertha. Aber auch die ganzen Utensilien, das geht ja auch auf Dauer ins Geld, ne? Diese, so Rührstäbchen und Silikonformen. Aber wenn man da erstmal so einen Bestand aufgebaut hat, jetzt so Silikonformen hat man ja. Und man muss halt immer wieder mal vielleicht Pigmente kaufen oder so Rührstäbe nachkaufen oder so. Aber das sind jetzt, oder so Becherchen, das kostet jetzt nicht ganz so viel. Aber Resin selber ist halt immer was teuer, ne? So, dann habe ich hier ein Tütchen. Lass dich überraschen. Ich habe vorhin einen ganz kleinen Blick reingeworfen. Als es angekommen ist, habe ich natürlich das Paket erstmal aufgemacht, kurz reingeguckt. Und da habe ich mich gefreut, ich habe hier Charms. Und ja, ich habe einige Charms, aber irgendwie, wenn ich denn am Anhängerchen basteln bin, denke ich immer, oh nee, mir fehlen Charms. Ja, da hatte sich die liebe Mel bei mir gemeldet.
Mel Bella, glaube ich, heißt ihr Kanal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Wir wollen irgendwie tauschen. Sie hat wohl auch ein paar Charms. Ui, da sind schöne bei. Ah, der Regenschirm, der ist auch niedlich. Dann haben wir Engelflügel. Engelsflügel sind sehr geil, habe ich nämlich fast gar nicht. Und diese Flügel sind toll, weil wenn ich zum Beispiel Feen oder so gieße, da passt es natürlich gut, ne? Hier so ein Schildkröte, ich will jetzt nicht alles rausholen. Ich sehe aber, da sind sehr, sehr schöne bei. Hier Engelsflügel. Oh, ein Totenkopf, wie geil ist das denn? Davon habe ich nämlich mal so ja nichts. Ah, oh, cool, weil ich gieße im Moment auch, oh, hier sind auch so schöne Flügel. Hier ist voll der geile Totenkopf, seht ihr? Oh, wie geil ist das denn? Na, geile Sache. So, dann haben wir noch ein Tütchen. Und zwar schwarz. Und da habe ich mir ja gerade einen Cola-Keks an der Backe gefreut. Weil sie hat mir tatsächlich schwarze Perlen geschickt. Davon habe ich nämlich so süß wie keine. Hier sind so ganz große. Und solche. Oh, wie toll. Ich habe nämlich echt kaum schwarze Sachen. So schwarze Perlchen. Oh, wie schön. Sind ganz viele drin. Die gestreiften sind auch hübsch. Für meine Resin-Teile benutze ich aber eher so lieber so ein bisschen kleinere, weil dann, wenn ich so eine kleine voraus, ich gieße ja die ganz kleinen Rechtecke von Doreen Beads und da ist ja so eine Perle fast größer als die Form, ne? Deswegen versuche ich da eher immer so kleinere ranzubamseln. Die großen kann man halt für andere Sachen nehmen. Und hier, das ist perfekt. Hier diese kleinen Perlen, die sind toll. Also die sind perfekt für Resin. Oh, super, ich freue mich. Ah, wie cool. So, meine Lieben, das war's. Das war das Paket von der lieben Sabrina. Ich freue mich. Ich habe dich auch schon angeschrieben, Sabrina. Ich habe dir gesagt, ich drehe das Video. Ich hoffe, du freust dich über das Video. In erster Linie mache ich das natürlich für dich. Für die Leute, die jetzt zuschauen wollen, natürlich auch gern, wenn sie so gern zuschauen. Aber in erster Linie macht man ja diese Videos, na klar, wenn man jetzt Tauschpost oder so bekommt, Überraschungspost. Oder sowas ist das ja immer eine schöne Sache. Als Dankeschön mache ich auf jeden Fall ein Video. Auch wenn es andere vielleicht doof finden würden oder uninteressant finden würden. Also wenn dem so wäre, würde ich es trotzdem drehen. Weil, ja, drehe ich ja wie gesagt für die Person dann. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir haben es jetzt fünf nach sechs. Tag war schon aufregend. Mittwoch haben wir, genau. Und ich werde mal gucken, ob ich heute noch mal ein anderes Video mache. Wobei, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger mit dem Licht. Ich meine, es ist noch hell, ne? Wir haben ja Frühling. Aber ich werde sehen. Ansonsten drehe ich es vielleicht morgen. Ich gucke einfach mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Und Sabrina, vielen Dank an dich. Wir schreiben. Bis dann. Ciao. Tschüssikin.